Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python. Heute geht es mal wieder um Magic Methods und zwar zeige ich euch heute, wie ihr sozusagen eure eigene Funktionsklasse erstellen könnt. Das heißt, ihr habt nicht nur hier eine Klasse, sondern ihr habt sogar eine Funktion. Das heißt, ihr könnt nachher diese Objekte hier als Funktion benutzen. Ziemlich mächtig das Ganze, aber man kann es natürlich auch anders machen. Aber ja, ich zeige euch einfach mal, wie man das Ganze macht und dann schauen wir weiter. Okay, es ist wieder eine Magic Method, das heißt, wir überschreiben mal wieder was. Und zwar die def-call-Funktion. So, jetzt haben wir hier Quarks und Args und bla bla bla. Im Prinzip, was wir hier bekommen, wir haben eine unbestimmt große Anzahl an Argumenten. Das heißt, wir können hier reinschreiben, so viel wir wollen. Wir können also ein x, ein y und ein z reinschreiben, ohne irgendwie Stress mit call zu bekommen. Gut. Und jetzt können wir hier drin alles machen, was wir machen wollen, wenn nachher die Funktion von a aufgerufen wird. Also eine sozusagen Custom-Funktion. Okay, was wir hier haben wollen, ist erstmal print, oder was heißt erstmal? Wir wollen eigentlich bloß ein print haben. Und zwar wollen wir a plus x, keine Ahnung, wir machen nur einen Parameter, mehr fällt mir gerade nicht ein. Man könnte jetzt noch hier irgendwas rumrechnen, aber das ist erstmal alles, was wir wollen. Okay. Ich meine natürlich hier nicht a, sondern self.a. Okay. So, und was wir jetzt hiermit machen können mit unseren a-Objekten, also zum Beispiel mit meinem kleinen a hier, ist, ich kann meine Funktion call aufrufen, als wäre a eine Funktion. Und zwar so, a, Klammer, Klammer, so wie man das mit Funktionen eigentlich immer machen würde. Und jetzt muss hier ein Parameter rein, nämlich dieses x. Und a selbst ist gleichzeitig noch eine Klasse, das heißt, wir haben das hier auch noch automatisch hier in der Funktion verfügbar. Ist natürlich ziemlich geil, oder? Okay, wir machen also hier aus a eine Funktion und sagen 5. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir kriegen somit 5 ausgegeben, weil wir hier self.a, was 0 ist, plus x ausgerechnet haben. Also zum Beispiel könnte ich hier 10 draus machen. Dann würden wir hier 15 als Ausgabe kriegen. Und das könnt ihr in jeder Klasse machen. Das heißt, ihr könnt nachher jede einzelne Klasse quasi als Funktion benutzen. Ziemlich geile Sache und ziemlich mächtig auch. Wobei, natürlich könnte man auch einfach hier schreiben a.call und dann 5 eingeben. Das würde ziemlich genau dasselbe Ergebnis liefern. Oder was heißt ziemlich genau? Es würde dasselbe Ergebnis liefern. Aber ansonsten, so sieht es einfach geiler aus, weil man dann denkt, a wäre eine Funktion. Okay, und das zeigt vielleicht auch nochmal deutlich, dass Funktionen eigentlich auch sozusagen Klassen sind. Nur ohne diese ganzen Parameter hier. Super, dann das war's eigentlich schon wieder. Ich möchte das Ganze, wie gesagt, ein bisschen unterteilen in Themen und deswegen mache ich jetzt hier schon wieder Schluss. Ich weiß, kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und falls ihr noch weitere Vorschläge habt für die Python-Playlist oder sonst irgendwelche Playlists, natürlich bin ich dafür immer offen. Ich glaube, ihr habt mitgekriegt, dass ich die meisten von euren Wünschen, zumindest versuche ich es, die meisten schon beantwortet habe oder gerade beantworte. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.